Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lesen eurer Energiefelder. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 5. März 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben begonnen zu verstehen, wie es für euch alle da unten auf dem Planeten Erde war, und wie wir zu diesem Verständnis gekommen sind, ist, indem wir eure Energiefelder studiert haben. Wir können sehen, wie viel du in deinen Energiefeldern aufbringst, und wir möchten, dass du weißt, dass du unser Mitgefühl hast. Wir können einen Einblick bekommen, wie es für dich ist, so etwas wie eine Scheidung oder sogar eine Trennung durchzumachen. Wir können sehen, wie stark die Schulden dich belasten, und wir können die Energien in deinem Bereich ablesen, wenn du so etwas wie einen Bankrott durchmachst oder dir Krebs diagnostiziert wird. Dies hilft uns zu verstehen, dir das zu geben, das du im Moment am meisten brauchst. Wir erhören Gebete, die nicht einmal gesprochen oder gedacht werden, und wir wissen, dass du all das schätzt. Wir wissen, dass du die Hilfe spürst, die kommt. Wir möchten auch, dass du verstehst, dass du diese Fähigkeit auch hast. Ihr könnt die Energiefelder des anderen lesen. Das ist es, was ein Hellseher tut. Und während der Hellseher dir Dinge sagt, die er unmöglich wissen kann, indem er dein Energiefeld liest, gehst du im Allgemeinen nicht zu einem Hellseher, der denkt, dass du Mitgefühl bekommen möchtest. Und im Allgemeinen erwartest du auch nicht, dass der Hellseher eine Heilung durchführt. Stattdessen möchtest du wissen, was der Hellseher sieht. Wir möchten, dass ihr die Energiefelder des anderen lest, damit ihr mehr Mitgefühl und Verständnis erfahren könnt, damit ihr diese heilende Energie, diese Übertragung der Liebe, die eure Mitmenschen brauchen, anbieten könnt. Den Menschen muss nicht unbedingt gesagt werden, was in ihrer Zukunft geschieht. All das setzt voraus, dass es nur eine Zukunft gibt, was natürlich nicht so ist. Aber was die Menschen brauchen, ist, dass sie verstanden werden. Sie müssen spüren, dass es anderen wichtig ist. Das ist das größte Geschenk, das ihr euch gegenseitig machen könnt. Es ist der größte Dienst, den ihr tun könnt, und wir wollen euch alle ermutigen, füreinander da zu sein. Auch wenn du das Gefühl hast, dass deine Fähigkeiten, Energiefelder zu lesen, noch nicht ganz ausgereift sind, kannst du immer noch Fragen stellen. Du kannst immer noch die Körpersprache und den Gesichtsausdruck einer anderen Person lesen. Du kannst den Schmerz im Ton ihrer Stimme hören. Und du kannst unsere Bodencrew sein, die die Hilfe verwaltet, die auf einer sehr körperlichen Ebene benötigt wird. Und wenn du das tust, schätzen wir es genauso sehr wie sie, weil wir alle hier zusammenarbeiten, um ein Einheitsbewusstsein auf dem Planeten Erde zu schaffen. Der beste Weg dorthin ist, zu verstehen, woher deine Mitmenschen kommen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Und noch ein paar Dinge in eigener Sache. Mir liegt die Reihe mit Herz und Verstand sehr am Herzen und ich würde gerne mit verschiedenen Gesprächspartnern so einmal alle 2 bis 4 Wochen Gespräche über Spiritualität führen.
Ich hatte auch schon mal überlegt, eventuell mal eine Sendung alleine zu machen. Aber noch tue ich mich schwer, in eine Kamera zu gucken und mich dabei normal zu fühlen. Ich finde es einfach natürlicher, mit Menschen zu kommunizieren, als auf ein Plastikteil zu gucken, das über meinem Monitor hängt. Aber na gut, vielleicht gewöhne ich mich ja daran. Wenn du also einmal mit mir über deine persönlichen Erfahrungen sprechen möchtest oder dein Projekt vorstellen möchtest oder ganz grundsätzlich eine Erkenntnis mit einer größeren Menge Menschen teilen möchtest, dann melde dich doch bitte bei mir unter wolfgang@spiritscape.de. Und darüber hinaus wollte ich darauf hinweisen, dass es unser Forum immer noch gibt und dank des Users Future is Now kann man dort viele interessante Beiträge lesen. Und die Skype-Gruppe, die daraus entstanden ist, gibt es auch noch. Und wenn ihr auch mal mit ein paar erwachten und oder erwachenden Menschen sprechen möchtet, dann werden wir so alle 4 bis 8 Wochen ein größeres Gruppengespräch stattfinden lassen, an dem ihr gerne teilnehmen könnt. Ansonsten gibt es in dieser Gruppe aber auch die Möglichkeit, sich täglich auszutauschen. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr mich gerne auf Skype adden unter dreamtalk-11-11. Und noch eine Sache haben wir in Planung. Wenn du eigene Texte verfasst und sie auch selbst vorlesen möchtest, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir diese Lesungen auf Spiritscape veröffentlichen und dir auch dabei helfen, das technisch so umzusetzen, dass es den Qualitätsanspruch von Spiritscape insgesamt erfüllt. Ich komme deswegen auf die Idee, weil wir demnächst einen Text von der 17-jährigen Lea veröffentlichen werden, den sie aus ihrem Herzen geschrieben hat und der mich inspiriert hat, auch anderen diese Form des Ausdrucks auf Spiritscape zu ermöglichen. Wenn du also daran Interesse hast, dann kannst du mich auch unter wolfgang@spiritscape.de anschreiben. Und weil das sicher noch nicht alles war, wir suchen immer noch ein Haus mit Garten, das es uns ermöglicht, in einer größeren Wohngemeinschaft zu leben und mit Hilfe von Permakultur uns größtenteils selbst zu versorgen. Das Haus in Niedersachsen haben wir ja damals nicht bekommen und seither vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht die Mietangebote für Häuser studiere. Bisher war das richtige Objekt scheinbar noch nicht dabei. Vielleicht klappt es ja mit eurer Hilfe. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir kein sanierungsfälliges Haus suchen und uns schon relativ schnell heimisch fühlen möchten. Ein Keller wäre auch nicht schlecht oder zumindest einiges an Lagerraum. Der Garten darf gerne größer sein als 800 Quadratmeter und im Winter sollte man nicht unbedingt das Geld zum Fenster hinaus heizen müssen. Vor allem Schlafzimmer brauchen wir mindestens 5 Stück. Wenn ihr uns da weiterhelfen könnt, dann meldet euch bitte auch unter wolfgang@spiritscape.de. So, das war es jetzt aber erstmal. Liebe Grüße, euer Wolfgang.